Hallo an alle Zuhörer, ich bin's, der Callcenter-Quascher. Heute mal ein Video außer der Reihe, um zu zeigen, was für hochkarätige Perlen der Finanzwelt einen so anrufen können. Habt Spaß mit diesem Alpha-Tier der Telefonabzocker. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Thomas Adamsik? Ja, das ist richtig. Grüße Sie, Aaron Brandemafalat. Ich melde mich von der Firma Alpha Trader, da wo Sie gerade angemeldet sind, richtig? Ja, wie war Ihr Name noch bitte? Aaron Brand. Aaron Brandt, okay. Genau. Ich bin der Finanzberater von dieser Firma und ich wollte Ihnen gerne helfen und erklären, wie das gesamte läuft und Der funktioniert. Finanz was? Das ist leider nicht so angekommen. Berater, Ah, Berater, Berater. Finanzberater. Okay. Okay, Herr Thomas, also haben Sie schon mal Herr früher Dampzig ist Erfahrungen mein in diesem Name. Bereich? Herr Dampzig ist mein Name. Okay, Entschuldigung. Herr Dampzig, also haben Sie schon Herr Erfahrung in diesem Adamczyk, so Bereich, viel Zeit oder? muss sein. Nochmal? Herr Adamczyk ist mein Name. Genau, Herr Dampzig. Ja, Herr mit Adamczyk. dem, ja genau, mit Okay. Herr ist es in Ordnung. Okay. Okay, Entschuldigung, mein Lieber, ja? Okay, also Sie haben schon diese Anmeldung gemacht durch Ihr Handy oder Computer? Ich habe es mit dem Computer gemacht. Okay, haben Sie schon mal Erfahrung an diesem Bereich oder ist was Neues für Sie? Nee, so ein bisschen Erfahrung habe ich schon, ja. Okay, mit was haben Sie früher gehandelt, mein Lieber? Ja, mit verschiedenen Sachen. Komplett alles durch. Okay, haben Sie selbst gehandelt, automatisch oder Ich habe selbst mit gehandelt. einem Broker? Selbst gehandelt. Und wie ist er gelaufen? Ja, ganz gut. Freut mich sehr. Und Sie sind interessiert für den automatischen System, ja? Ja, je Automatischer nachdem, was Handel. sie so anbieten, genau. Genau. Sie können bei uns mit einem Softwareprogramm handeln, mit einem Broker oder selbst. Ja, ist die Entscheidung, mit Ja, was Sie handeln wollen. das muss ich jetzt Das sofort entscheiden Sie entscheiden. Und selber. ja, gut. Okay. Okay, und Sie haben schon mal kurz gelesen, dass das Minimum schon 250 Euro ist, ja? Das habe ich gelesen, ja. Perfekt. Okay, und das Geldbetrag können Sie durch eine Kreditkarte oder Debitkarte auf Ihr Handelskonto überweisen. Was für eine Karte verwenden Sie, mein Lieber? Kreditkarte habe ich keine. Und Debitkarte? Was heißt Debitkarte? Das ist dasselbe in Grün. Genau, Debitkarte, eine normale Karte. Ja, ich sagte, Kreditkarte habe ich keine. Debitkarte ist das. Ich würde per Überweisung mein Konto aktivieren. Durch Überweisung. Okay, bei welcher Bank sind Sie Kunde, mein Lieber? Ja, erstmal möchte ich ja wissen, wohin muss ich das dann überweisen überhaupt? Ich Genau, weiß es ja ist noch gar nicht so. einfach bei dem. Genau, damit wir auch für Sie die Bankdaten vorbereiten können, wir brauchen ein paar Dokumente von Ihnen, ja? Ein Bild von Ihrem Ausweis oder Führerschein und auch eine aktuelle Rechnung. Damit. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich mit Ihnen handeln will. Sie haben ja noch gar nichts über Ihre Firma gesagt und Sie wollen von mir gleich einen Ausweis haben? Ich will Herr doch erstmal Adamczyk, wissen, ich habe ob das wir. schon erklärt. Ja, Sie haben bei uns drei Möglichkeiten zum Handeln, ja? Das Ja. erste Möglichkeit ist selbst zum Handeln, die zweite automatisch und die dritte mit einem Kontoverwalter, einem Expert, ja? Gut. Und das Geldbetrag, was Sie auf Ihr Handelskonto überwiesen werden, genau, am Ende ist wieder Ihr Kapital, okay? Unser Interesse liegt nur an den Gewinnen, was Sie mit dem Kapital erwirtschaften werden, weil 2 bis 3% von den Gewinnen gehört an uns, ja? Da liegt unser Interesse nur an den Gewinnen, was Sie mit dem Kapital erwirtschaften können. Ja gut, das ist soweit klar. Aber Sie haben ja noch über Genau. Ihre Firma noch gar nichts gesagt. Habe ich da Ihnen per E-Mail geschickt, ja? Nö. Die Webseite, genau. Nö. Lautet Ihre E-Mail t.hadamschik@web.de. Richtig. Genau, dort haben Sie von Aaron Brandt von mir eine E-Mail erhalten. Schauen Sie bei dem Posteingang oder beim Spam. Nein, es ist nichts drin. Ich habe gerade aktualisiert. Und bei dem Spam? Auch nicht. Kann es sein. Ich schicke das noch einmal. Wenn die erste nicht angekommen ist, wird die zweite ja auch nicht können. Aber Sie können mir in der Zwischenzeit mal etwas über Ihre Firma sagen. Ist das eine erfahrene Wollen Firma? Sie? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob das eine erfahrene Firma ist. Ich möchte gerne mit erfahrenen, seriösen Firmen zusammenarbeiten. Natürlich ist eine seriöse Firma, mein Lieber. Ja, ganz unten können Sie auch die Lizenznummer sehen von der Firma. Ja. Ich habe Ihnen das auch per E-Mail geschickt. Nee, es ist keine E-Mail da.
Schauen Sie wieder bitte auf Ja, Ihre ich E-Mail-Adresse. schaue permanent. Es ist nichts Ja, da. es kann nicht sein, ja? Es kann nicht sein. Ich habe das Ihnen zweimal geschickt, ja? Ja, gut, ich aktualisiere sie nochmal. Schauen Sie bei dem Spam. So, jetzt ist was da. Ja, das ist doch nur Ihre Webseite. Genau. Was Genau. Sie wollten mir doch etwas über Ihre Firma sagen. Natürlich können Sie auf der Webseite draufklicken und ganz unten können Sie auch die Lizenznummer sehen. Ah ja, dann schauen wir doch mal. Genau. Okay, da haben Sie unsere Lizenznummer, okay, und das ist die Handelsplattform, ja, wo Sie handeln werden. Okay? Ja, ich schaue ja jetzt erstmal. Okay, schauen Sie erstmal das. So und. Genau, Sie können dann, wenn Sie das überlegt haben, dann können Sie sich wieder per E-Mail melden, okay? Nö, ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Ich habe ja noch andere Fragen. Ja, können Sie stellen. Ja, die Lizenznummer, wo finde ich die? Habe sie ganz unten. Ganz unten. Ja, das Von der heißt, Webseite. ja, ich suche sie gerade. Wo sind sie denn reguliert? Schauen Sie das hier. Alles haben die unten. Das, Können Sie Sie können schon mal lesen, bestimmt, können Sie ja? mir das nicht Sie können schon mal beantworten? lesen, bestimmt. Können Sie mir das Sie nicht können schon mal beantworten? lesen. Können Sie Nee, mir das Sie können nicht das schon mal beantworten? lesen. Ach. Nee, Sie können das schon mal lesen, ja? Ja, können mir also Ja. keine Fragen beantworten? Nee, nee, Sie haben schon das dort alles, ja, Also, was Sie wissen wollen, ja? nein, habe ich nicht. Und Sie können So, mir ganz keine unten können Fragen, Sie auch die Lizenznummer sehen und wenn den Sie mich Hauptsitz, dauernd ja, unterbrechen, wo wird das das, Firma lizenziert ist. wenn Sie mich das dauernd unterbrechen, dann wird das nichts. Entweder Sie lassen mich ausreden und ich lasse Sie rausreden, oder das wird halt Okay, einfach Sie können nichts. schon. Okay, können Sie weiterreden. Ja gut, also wo sind Sie jetzt reguliert? Genau, da habe ich doch gesagt. Ganz unten sehen Sie auch die Lizenznummer und die Adresse, wo die Firma lizenziert ist. Nee, da steht nur die Lizenznummer, aber nicht, wo Sie reguliert sind. Ja, Da, wo denn? First Finanzbank, First Financial Bank. Ja, aber und wo ist Ihr Genau. Hauptsitz? Welcher Hauptsitz meinen Sie? Von der Der Firma meinen rechtliche Sitz Ihrer Firma. Sie? Die Hauptsitz ist schon in England, die Nein. Hauptsitz. Da. Ich sehe doch gerade, das ist hier St. Vincent. Wo Das ist das? heißt, St. Vincent steht doch auch unten. Genau. Ja, das ist nicht Genau. Das England. haben Das Sie schon ist, mal gelesen. Schauen Sie, ja, dass Sie es schon ist nicht lesen können? England. Das ist nicht England. Schauen Sie, dass Sie schon lesen können, mein Lieber. Ja, lese ich ja gerade. St. Ja, genau. Vincent Dann in für was St. fragen Sie mir? Dann für was fragen Sie Unterbrechen Sie mir? mich nicht dauernd! Nicht schreien, ne? Ich schreie, solange Nicht ich will, schreien. wenn Sie mich dauernd Ich unterbrechen. lage, okay. Ich werde einfach Ihre Handynummer dann überall weiterleiten, okay, wenn Sie mit mir so Ah, Sie reden, sind ein okay? Betrüger, okay? Ja, gerne. Genau, Ja, ich werde gerne. einfach Ihre Ja, Handynummer dann natürlich, überall gerne. weiterleiten, Sie wissen ja okay? noch nicht mal, dass Sie gar keine Handynummer haben. Sind Sie ein dummer Genau, Betrüger? das Sind ist Sie ein Ihre dummer Handynummer, Betrüger? okay? Und ich werde einfach Ihre Eine Handynummer Handynummer, ich lache Sie überall aus, ein weiterleiten, so okay? dummer Betrüger, ich lache Okay? Sie aus. Du Wichser, du kleiner Wichser, Ah, du ein Arschler. Wichser, ja, Du natürlich, Arschler, ja, genau, Arschler. Bist du einfach eine Kartoffel, ja? klar. Ist der Einfach gut, eine ein so dummer Kartoffel. Betrüger. Ist das geil. Wieso lachen Sie dann? Ich lache dich aus, weil du ein dummer Betrüger bist. Du bist Natürlich, mein Lieber, ich bin ein dummer Betrüger, ja natürlich. richtig und deswegen lache ich Natürlich. dich aus. Wissen Sie, warum Deswegen ich lache ich dumm dich bin? aus. Ja, ich weiß es. Wissen Sie, warum ich dumm bin? Genau, weil ich mit Ihnen rede, deswegen. Leute, Weil Sie nicht dumm sind, so bin Leute, ich auch lach hier, dir doch ja? auch mal aus. Lach dir doch auch mal Genau, aus. genau. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Thomas. Herr Thomas Hadamanti, ja? Ja, richtig. Ja, ich grüße dich. Ich bin Peter Weber. Ich bin ein Ansprechpartner und ich wollte dir weiterhelfen. Haben Sie sich schon angemeldet, mein Lieber? Mein Lieber, Ja? Sie kennen mich doch gar nicht. Ja, na klar. Wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Aha, wer sind Sie? So. Ich bin Peter Weber. Ah ja. Ein Ansprechpartner Hallo, von Ansprechpartner. Ihnen. Ja. Nicht Aaron. Peter Weber. Ja, hallo, Ansprechpartner. So, sehr gut. Aber warum haben Sie sich schon angemeldet, mein Lieber? Wegen was? Bei wem denn? Was wolltest du, was,
Haben Sie schon angemeldet bei EPFI, National, Money, Analyse, bei Alpha 3D, bei unserer Kompanie? Ach, die Betrüger von Alpha Trading. Ah, hallo. Ach so, warum? Du bist so selber auch Betrüger oder was? Nein, ich bin kein Betrüger. Ich ja, bin ein du siehst so aus. Ich jage Betrüger wie ich so. Dich. Hör mal zu. Ich merke, dass du bist eine Schwulbastard. Ja, ja. Natürlich. Ich merke, du bist eine Schuldige. Du bist ein ganz seriöses Unternehmen. Ja, ja. Ja, Fixer, bleib ruhig jetzt. Geil. Warum lachst du einfach? Wie alt bist du, du kleine Schwulige? Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Deswegen lache ich dich aus. Du bist sowieso dumm. Ich lach mich tot. Okay, bist du schon klar? Mal hast du Respekt auf Menschen. Sehr schön. Immer weitermachen. So. Und jetzt fehlen noch die Beleidigungen, die fehlen doch auch noch. Mann, ich wollte keinen Beleidigen machen. Ja. Du bist ein kleiner Bastard. Ja. Ah, und gib mal deine Mutter, schon, du Hurensohn. Mit wer redest du einfach? Ist das geil? Ich lach mich tot. Du lachst dich tot, du kleiner Bastard. Okay, hör mal zu, hör mal zu. Ich höre dir nicht zu. Nein, ich lach dich Mann, aus. Mann, hör mal ich lache zu, dich weiterhin Schuli. Aus. Ich lache dich weiterhin aus. Du bist einfach so dumm, dass du nur zum Lachen bist. Ich höre dir auch weiterhin Warum zu. Ich bin so dumm? Wegen ich betrüge ja, euch deutsche Bastarde? du kannst es ja gar nicht. Du bist ja, so dumm. Ich kotze in dein du Gesicht, so du Hurensohn. Mit wer redest du einfach? Ein ganz ehrenwertes Kreuzchen. Hast du gleich eine Gummi da? Hast du gleich dein Gummi? Ist das geil? In deinen Popo rein, du Bastard. Ich lach mich tot. Und so einer du lachst mich tot, du kleine Bastard. Du komm, bist ein Schwulidiot. Komm. Wie alt komm. Bist du, du kleine ja, Schwul? Wie alt bist die du? YouTube-Leute werden sich totlachen über dich. Wie alt bist du, du deutsche Kartoffel, deutsche Schweine, deutsche? Du bist ein Schwein, Digga. Ja, ja, natürlich. Richtiger, du bist ein Schwein. Natürlich. Du stinkst du von hier, von ja, ja, natürlich. Von hier stinkst du Hund. Du bist die Schlüsse von Hund, du Bastard. Ist das geil. Du hast keinen Respekt auf gar nichts, Mann. Nee, vor dir ganz bestimmt ja, nicht. Du bist ein dummer Betrüger. Du hast keinen Respekt auf gar nichts, Mann. Was doch, für ein Mensch bist doch, du? Was für eine Teufel bist du, du Bastard? Respekt, aber nicht vor dummen Betrügern. Nee, du bist so richtig eine Dumm. Du weißt doch nicht, wer ja, ist Betrüger ja, oder sowas. Ich bin der Dumme. Ja, Mann, ja, ich nehme für eine Summe 10.000 ja, Euro im Monat, du kleine Bastard. Was redest du einfach? Ich habe 100 Kunden im Tag, du Hund. Ich regst mich so auf, weil du so reich bist. Und ich verdiene Kohle ja, jeden du Tag, du Hund. Du verdienst gar nichts. Du bist einfach ein dummer kleiner Betrüger. Das du, ist alles. Du bist ein Junkie-Mensch, Mann. Du bist ein Paranoid-Mensch. Du bist so eine... Ein Junkie von unter Brücke schläft und du Bastard, du kennst... Und versucht, Leute zu bescheißen. Das ist alles. Mehr bist du nicht. Ich kotze in dein Gesicht, du Hurensohn. Ja. Ja, geil. Ja, mit wer bist du sehr da? Schön, mit deinem schön. Freund Gummifreund? Gummi? Gummifreund, mach mal rein dein Popo, du Bastard. Ist das geil. Ja? Aber so langsam langweilst Beleidest du mich. Beleidest du, ne? So langsam hör mal zu jetzt. Du weißt bist mich. Hast du schon Spaß gemacht? Hör mal zu, du kleine Schwule. Na, hör komm, mal zu. Dann erzähl mal hast weiter. Hast du schon Spaß? Ich höre jetzt einfach mal Habe zu. Sie schon... Haben Sie schon Spaß gemacht? Hast du noch keinen Kollegen da, was wir einen beleidigen machen oder wie jetzt? Hallo? Sag mal jetzt, Bastard Jung. Das waren also die Finanzdienstleister aus dem Hause Alpha Trader. Genau so reden ehrenwerte Firmen mit ihren Kunden. Die Seriosität quillt denen ja aus jedem Knopfloch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kurzen Video. Am Sonntag um 11 Uhr kommt das nächste Video auf meinem kleinen Kanal. Bis dahin, macht's gut!